Zu Frequent Traveler TV, der 365. Folge des Jahres 2023. Damit habe ich es geschafft. Ich glaube, ich habe auch irgendwo ein paar Sendungen nicht einkalkuliert, die wir so gemacht hatten. Also in so einem Fall sind wir auf jeden Fall über 365 Sendungen dieses Jahr. Diese Sendung nach der anderen Sendung, die eigentlich eine echte Sendung war, ist so eine kleine Retrospektive des Jahres angedacht. Nicht, dass ich mich jetzt über meinen privaten Quatsch hier auslassen würde, sondern über Meilen, Punkte, Status und vor allem mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status. Lasst uns mal anfangen, über Meilen zu sprechen, wie ich meinen Status erhalten habe, meine Status behalten habe, ob ich Status abgeschworen habe, ob ich beim Status bleibe und vor allem die Frage, die Frage 2024, wie geht's weiter, machen wir morgen. Und zwar machen wir die zusammen morgen. Ich werde wahrscheinlich morgen gegen gefühlte 16, 17 Uhr deutscher Zeit gucken, dass ich da mit euch live gehen kann. Ich muss mal schauen, was wir da machen, da wir hier im Möcki Villa Deluxe Premium Area VIP-Bereich hier oben einen geilen Uplink haben mit dem Telefon. Also sollten wir auch ein Live wieder in 4K hinkriegen. Das ist immer so mein Ziel. Und da würden wir das besprechen. Ihr könnt ja morgen dabei sein. Ich hoffe, ihr seid nicht in sauer. Und ihr könnt jetzt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen, aber auch ganz, ganz wichtig, kommentieren und alles Mögliche sagen, was ihr zu sagen habt. Ja, ich bin mal gespannt, was euer Status dieses Jahr war, ob ihr auf Status-Match gesetzt habt oder was ihr dort getan habt. Lasst uns anfangen mit Fluggesellschaften. Das ist am einfachsten. Da habe ich in meinen Augen eine relativ klare Strategie gefahren. Und das ist auch das, was ich immer wieder empfehle. Habe ich gesagt, Kanal abonnieren, Glocke, Like da lassen, kommentieren, eure Staatsreise? Wenn nicht, nochmal. Ich habe mich auf Fluggesellschaften fokussiert, mit denen ich auch wirklich fliege. Ja, heißt also, ich habe jetzt nicht Statusmatches gemacht. Ich habe nicht in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Status krampfhaft erflogen, so wie ich das gemacht habe. Sondern ich habe wirklich auf Fluggesellschaften gesetzt, die ich auch wirklich frequentiere und aufgrund der Lage hier in Helsinki auch regelmäßig fliegen werde. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht anfange zu sagen, was ich in 2024 mache. Aber nun gut, so ist das halt. Wie ist das Jahr gelaufen? Ich habe ein paar Mal Lufthansa genutzt auf Partner Plus Benefit Meilen, die ich zuhauf habe, auf Miles & More Meilen, die ich zuhauf habe. Habe meinen Hornstock-Status etwas genossen. Bin mit Finnair geflogen und Finnair ist neben SAS der einzige Status, den ich wirklich requalifiziert und erflogen habe. Eurobonus Diamond, aber auch den Finnair Platinum. Für den Lumo, das habe ich mir nach den Änderungen im Programm nicht, weil ich jetzt gesagt habe, die Änderungen sind schlecht. Wir gehen darauf morgen ein. Sondern einfach, weil es sich für mich nicht ergeben hatte, dass ich da noch was anderes mache. Und deshalb bin ich auch ganz zufrieden mit meinem Finnair Platinum, habe da auch mehr Geld rausgeholt, als ich reingesteckt habe. Also da ist mein Benefit ganz klar da, auch bei SAS, jetzt vor allem auch mit dem SkyTeam-Schwung bin ich auch sehr gut aufgestellt, dass ich also da jetzt, wenn die zu SkyTeam gehen und mein SkyTeam-Status, den ich ja bei den Freunden von ITA habe, wegkommt. Vielleicht wird er noch einmal verlängert, ich weiß es nicht, bin mal gespannt. Qatar Airways hat ja meinen Status verlängert.
Air Baltic hat meinen VIP-Status ja auch verlängert. Also das heißt, dass dort alles Status sind, die ich weiter bekommen habe. Aber erflogen habe ich, wie gesagt, nur die beiden und geschaut, dass ich den Status nutze. Und damit habe ich dann auch im Prinzip den Trifecta bei SkyTeam, bei Oneworld oder bei der Stahlallianz, den Gold, mehrfach den höchsten Status. Also mehr braucht man fürs Leben nicht. Und das ist so meine Airline-Geschichte, die ich gemacht habe. Ich bin auch relativ viel geflogen für meine Verhältnisse, wieder über 300.000 Kilometer oder waren es Meilen? Ich muss noch mal gucken, ich glaube Kilometer, ne? Nee, Meilen sind, das ist ein englisches Programm. Also Meilen, das ist auch okay, war mehrfach in den USA und so weiter. Also insofern alles tipptopp, habe dort auch Meilen, die ich hatte, verbrannt, nicht nur verdient. Heißt also, da ist alles im Balance und in Ordnung. Dann bei den Hotels, Marriott habe ich einen Lifetime Titanium Status, da habe ich nicht viel gemacht, aber da habe ich trotzdem meine 50 Nächte gemacht, damit ich zum Beispiel auch da einen Choice Benefit habe. Dann geht es weiter, natürlich mit Hyatt, da bin ich irgendwo bei knapp 90, 88 oder sogar mittlerweile mehr Meilen und Punkte und Status, hätte ich fast gesagt, als man braucht. Man braucht ja nur 60 für den Globalisten. Mein Hilton, den Diamond, habe ich auch wieder weiter über meine amerikanische Kreditkarte IAG, habe ich meinen Diamond aufgegeben. Den habe ich nicht mehr, weil IHG für mich vom Programm her, ja, es lohnt sich für mich nicht. Also das heißt, ich habe das zwar genossen, da viele, viele Jahre, über 10 oder 12 Jahre hatte ich den Spire, beziehungsweise sogar den Royal Ambassador, irgendwann mal vom Interconti, dann den Ambassador, immer wieder den Status zu haben. Dann, was habe ich noch bei Hotels? Dann habe ich bei SLH diesen Invited-Status, oder wie der heißt, da dieser höchste. Der läuft auch aus, weil das Roberts Hotel, wo ich gerne übernachtet habe, nicht mehr da ist. Deshalb bin ich ein bisschen mehr auf Marriott gegangen. Also da haben wir auch bei den Hotels wirklich für die Vergangenheit relativ coole Sachen gemacht. Mietwagen, Presidential Circle und wie die alle heißen, bei Avis Herz und dann den Diamond, den ich bei Sixt mehrfach habe, aufgrund der Amex Centurion auf Lufthansa Horn Circle Karte und nochmal eine Karte, die ich eh von Sixt selber bekommen habe. Auch in Ordnung. Habe aber sonst bei Avis oder sowas nicht angemietet. Ich miete immer Sixt, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, weil es wirklich problemlos ist, ist stressfrei. Leider ist es in Finnland relativ teuer. Die wollen 300 Euro für eine E-Klasse haben. Ich, Banane. Da hole ich mir doch lieber ein BMW, wenn ich in Deutschland bin oder wenn ich in USA bin, den X7 und fahre dann 6 Wochen lang für 2000 Dollar durch die Weltgeschichte, voll versichert und alles. Also insofern vom Status her da alles im Reinen. Habe ich sonst noch was vergessen, wo ich Status gemacht habe? Nee, eigentlich nicht. Das Einzige, was ich nur von meiner Strategie her sagen kann, ups, da bin ich ja fast wieder aufgeglitscht, nachdem das Knie nicht oben ist. Wer die Folge vorher gesehen hat, weiß, wo das Knie war. Es ist so, dass man bei den amerikanischen Kreditkarten wirklich so viele Vorteile hat, gerade bei Hyatt, bei IHG und auch bei den Freunden von Hilton, dass man über die Karten nicht drumherum kommt. Ich habe so viele Meilen dieses Jahr gesammelt wie noch nie mit den amerikanischen Kreditkarten. Und ich kann es euch nur raten, weil damit erleichtert sich der Statuserhalt bei vielen Programmen. Ich werde nächstes Jahr vielleicht als Vorschau auch einen amerikanischen Status anstreben. Wollen wir mal gucken, was wir da machen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber Sinn macht es nicht wahrscheinlich. Aber die Sendung werden wir morgen machen und morgen am Nachmittag eher später als früher. Muss mal gucken, wie das mit den Lichtverhältnissen ist. Aber Gott sei Dank ist es ja so, dass wir jetzt schon wieder die Wintersonnenwende, so heißt das, glaube ich, Wintersonnenwende haben. Und da werden die Tage jetzt Gott sei Dank länger. Ich muss mal gucken, dass ich hier in meinem Villa Möcke Deluxe auch anfange, dort mein Licht aufzubauen und so weiter. Das heißt also, dass wir dann auch jederzeit live gehen können und jederzeit senden können für euch. Es wird im nächsten Jahr ein paar Neuerungen geben. Eine Neuerung wird nicht sein, dass ich nicht täglich, ich versuche täglich zu senden. Wird vielleicht eine Zeit geben, wo ich es nicht kann, weil die Odyssee mit dem Zahn geht weiter, beziehungsweise mit den Zähnen. Da werden wir so ein bisschen Spaß haben. Aber
machen wir morgen den Ausblick und ich bereite jetzt für euch die Sendung vor, wo es um Lufthansa Miles & More geht. Da werden wir das ganze Thema besprechen. Mein Highlights, mein Schnäppchen. Wird auch eine kurze Sendung sein, aber wir wollen euch ja nicht im Januar belasten. Und ich freue mich wieder auf Freddy und auf Mario. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch und alles, alles Gute für 2024. Mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status. Zögert nicht, mich anzuschreiben hier. Oh, vom Schneeschippen habe ich dicke Arme. Du leck mich am Arsch. Darf ich das überhaupt auf YouTube sagen? Ja, ist ja 10 Minuten. Ne? Also, ich danke euch für eure Treue und 30.000. Danke. Danke euch. Danke euch. Wenn das so weitergeht, knacken wir vielleicht die 50.000 dieses Jahr. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da noch passieren wird. Also, ich freue mich auf euch und für euch jetzt wie immer den Abspann und mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status und kommentiert, liked und ladet Leute ein. Stammtische. Wird wahrscheinlich sollen wir in Salzburg, also ihr könnt unten noch kommentieren, wenn ihr in Salzburg einen Stammtisch machen wollt, zwischen dem 20., 21., 21. und 23. Januar, Entschuldigung, Januar, Salzburg, können wir Stammtisch machen. Sollen wir vielleicht auch in München einen machen am 24.? Ich bin auf eure Kommentare gespannt, wenn ihr kommentiert. Und danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Also bis dann, Abspann. Ciao. Thank you.